Was ist dran an der Geschichte von den schwarzen Löchern? Wie ernst muss man die Sorge nehmen, dass alles in ihnen verschwinden wird? Und was hat das alles mit dem Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz zu tun? Die Antworten folgen prompt in unserer aktuellen Ausgabe von HWK TV. Das Thema heute: Handwerker und Wissenschaftler. Handwerk und Wissenschaft unter einem Dach. Das verbindet sich im Unternehmen CTT von Dr. Hans-Georg Thomas aus Montabaur. Vor Jahren machte sich der promovierte Kernphysiker selbstständig. Heute ist er Feinwerkmechaniker, Elektrotechniker und Nuklearforscher in einer Person, die sich so erklärt. Ich würde sagen, das ist schon 50-50, wenn man sich das summa summarum aufrechnet. Ich arbeite hier in der Werkstatt und das ist reine Handarbeit oder Handwerk und das sind ungefähr 50% meiner Zeit. Zeit, in der er Messgeräte entwickelt und baut, die es so kein zweites Mal weltweit gibt. Es ist vom Prinzip her ein Messgerät, das radioaktive Strahlung misst mit einer sehr hohen Genauigkeit. Und diese Instrumente werden hauptsächlich in der Grundlagenforschung angewendet. Deswegen ist mein Kundenkreis auch eben aus dem Genre. Zu finden sind seine Messgeräte auch im CERN, jenem Institut, dessen Teilchenbeschleuniger den Wissenschaftlern Einblicke in die Entstehungsgeschichte unseres Universums bringen soll. Über Jahre ist Thomas im CERN ein- und ausgegangen. Er weiß nicht nur, wie ein solcher Teilchenbeschleuniger funktioniert, er kann es auch in einfachen Worten erklären. Also in solchen Beschleunigern, die Physiker verwenden, um Experimente zu machen, werden geladene Teilchen in einem elektrostatischen Feld oder anders beschleunigt, und zwar auf sehr hohe Geschwindigkeit, fast Lichtgeschwindigkeit, und dann aufeinander prallen lassen. Und dabei werden sehr, sehr hohe Energiedichten produziert. Und die Energiedichten, die dort erreicht werden, sind so hoch, wie sie ungefähr beim Urknall gewesen sind. Und damit erhoffen sich die Physiker, die noch übrig gebliebenen elementaren Fragen aus dem Bereich der Physik zu klären, nämlich wie ist dieses Weltall eigentlich entstanden und warum sieht es so aus, wie es aussieht. Eine spannende Frage, die aber auch nicht weniger spannende Begleiterscheinungen mit sich bringt, so die der schwarzen Löcher. Seit Wochen Thema in den Medien. Verschwindet unsere Erde in einem durch Menschenhand geschaffenen schwarzen Loch? Basteln die Kernphysiker, ohne es zu wissen, an einem gigantischen Staubsauger, der die Erde auf Tennisballgröße verdichtet? Ich kann verstehen, dass man sich Sorgen macht, weil die ganze Mechanik, der ganze Aufwand, die Maschine riesig ist. Aber all das, was dort produziert wird als Teilchenenergien, ist blass gegen das, was die Natur zu leisten vermag. Wir werden täglich ständig von hochenergetischen Teilchen aus dem Weltraum beschossen. Und die machen oben in der Erdatmosphäre viel heftigere Experimente, als dass sie am CERN passieren. Das heißt, vor schwarzen Löchern, von diesen mini-schwarzen Löchern und anderen Dingen braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wären sie gefährlich, wären wir schon alle lange nicht existent. Also das ist wirklich keine Gefahr, vor der man sich Sorgen machen müsste. Entwarnung also vom Fachmann aus Montabaur. Nun zum zweiten, nicht weniger spektakulären Fall aus Wissenschaft und Handwerk. Sägeblätter, hauchdünn, aber unglaublich schneidig. Und auch hinter dieser Erfindung steht ein Wissenschaftler. Dr. Jürgen Hoffmann gründete 1994 in Klein-Maischalt sein Handwerksunternehmen Dramet und fertigt seitdem Spezialsägen. Für die Herstellung greifen er und seine Mitarbeiter selber auf einen modernen Maschinenpark zurück. Der hilft ihnen, die Kundenwünsche präzise zu erfüllen. Denn von der Stange ist hier keine Säge. Unsere Sägeblätter, das sind Bänder oder Drähte, die wir hier herstellen, die sind mit Diamanten besetzt und die können prinzipiell erstmal alles schneiden. Interessant ist es, wenn man damit harte Werkstoffe sägt, wie Glas, Keramik oder auch Metalle. Und da gibt es Anwendungsfelder, die sind wirklich interessant, zum Beispiel Katalysatoren für Autos oder Kraftwerke auch zu sägen. Und diesen Versuch habe ich Ihnen hier mal vorbereitet. Ein Versuch, in dem das Innenleben eines LKW-Katalysators in dünne Scheiben zerlegt wird. Harte Keramik kontra diamantbesetztes Sägeblatt heißen hier die Widersacher. Zweifel am Ausgang dieser Auseinandersetzung kommen aber nicht auf. Sogar die komplexe Wabenstruktur im Katalysator bleibt in Form. Mit der Verbindung aus Sägemaschine und Spezialsägeblatt ist der Handwerksbetrieb seit Jahren erfolgreich. Das diamantbesetzte Sägeseil ist sogar patentiert. Wie es genau hergestellt wird, ist Betriebsgeheimnis.
Wir verkaufen diese Maschinen weltweit, da das ein Nischenprodukt ist, wo es ganz wenig Anbieter nur gibt und wir da recht führend sind, darin kleine Maschinen anzubieten, die man professionell einsetzen kann, auch im Labor, aber auch in der Produktion. Und deswegen kommen wir damit weltweit ins Geschäft, denn wenn irgendwelche Firmen uns kennen, die Firmen agieren weltweit, dann agieren wir ganz automatisch mit denen. So wird auch an diesem Tag eine Sägeanlage versandfertig gemacht. Reiseziel ist Australien. Über die Hälfte aller produzierten Anlagen gehen in den Export. Eine Erfolgsgeschichte aus dem regionalen Handwerk, die übrigens auch mehrfach preisgekrönt wurde. So räumte der Betrieb 2005 den Innovationspreis des Landes ab. Ein Preis dotiert mit immerhin 100.000 Euro, der aktuell wieder ausgeschrieben ist. Infos dazu gibt es im Internet unter www.hwk-koblenz.de. So, bevor es zurückgeht ins Studio zu Ralf Schwoll, hier ein Rückblick. Vor 3 Wochen berichteten wir in HWK-TV über Orthopädie-Mechanikermeister Thomas Kipping aus dem Westerwald. In seiner Werkstatt entstanden auch die Prothesen, mit denen deutsche Spitzensportler bei den Paralympics an den Start gingen. Diese kehrten nun mit ihren Medaillen zurück. Thomas Kipping war dabei und wir auch. Riesen Dank an Tom und seine Mannschaft, die haben echt super Jobs gemacht und konkret ist es halt so, dass die uns die Prothesen bauen, speziell die wir für den Weitsprung oder zum Sprinten brauchen, das sind ja jetzt nicht so Alltagsprothesen und immer wenn wir irgendwie Probleme haben oder mal neue Federn brauchen, dann kommen die hier aus dem Westerwald nach Leverkusen und schrauben da rum und probieren und tüfteln und das ist unbezahlbar.